Jo Leute, begrüße ich zum letzten Part mit den Titanen. Und zu noch etwas bin ich gekommen. Jetzt, wo sich dieses Wasser... Link! Also so läuft das nicht. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Egal. Ja, das wird der letzte Part sein, in dem wir die Kontrollsiegel suchen. Es sind nämlich nur mehr zwei übrig. Und man kann auch... Ups. Ah, das Zeug ist hier giftig. Das haben wir im letzten Part auch schon bemerkt. Sollte man nicht unbedingt in Berührung damit kommen. Zum Glück haben wir ja genügend Heilmittel. Mahlzeit, Link, Obst ist gesund. Und eine Mahlzeit schadet auch nicht. Tatsächlich gibt es auch viele Gerichte, die mit nicht nur mit Fleisch und Gemüse sind, sondern auch mit Fleisch und Obst. Das wissen nur wenige. Und zwar Entenbraten mit Orange oder mit Äpfeln. Ist eine Delikatesse, wenn ich mich recht erinnere. Ich will aber die Lanze haben, deswegen gehe ich jetzt nochmal runter. Wenn ich sage, ich bekomme die jetzt nicht. Oh, was Blödes. Ja, die antiken Waffen eignen sich sehr, sehr gut gegen Wächter. Ich finde es jetzt nur scheiße, dass mein Hammer gleich kaputt geht. Wäre ganz optimal gewesen, wenn der zumindest noch ein bisschen länger gehalten hätte. Weil Hämmer eignen sich gegen Gesteinsgegner äußerst gut. Zumindest was Ivarox angeht, sind die ungeschlagen. Ich weiß leider nicht, ob man irgendwo auch Waffen kaufen kann. Ich hätte zumindest noch keinen Shop dafür gefunden. Vielleicht kann man ja nachher in der Schmiede, wenn man das Held gefeiert wird, was einkaufen. Das weiß ich nicht. Wie ich bereits schon angekündigt habe, ich werde nicht nachsehen. Och nö! Es ist das so ein Rückweg oder was? Ja, tatsächlich. Ich fasse es nicht. Die letzten zwei Siegel, eins befindet sich im Rüssel und ein weiteres. Befindet sich noch hier irgendwo in der Gegend, wo ich gerade bin. Okay, gut, hier soll man scheinbar gar nicht drauf können. Okay, gut, egal. Komplett wurscht. Ja. Und was jetzt? Moment, vielleicht wenn ich den Rüssel weiter reinbewege, dass mir der ein wenig zur Hand gehen kann. Möglicherweise. Nein. Okay. Also ich übersehe jetzt wirklich alles. Ach so. Ja.
Ah, warte, den Soldatenbogen verschwende ich jetzt noch nicht. Hopp. Na, hoch mit dir. Ich falle mich, krieg auch nirgends so einen Bogen. Antike Achse, ja, schmierst du in den Arsch, Kollege. Wie soll ich denn darauf kommen, ne? Okay, die Idee ist aber nicht blöd. Das würde zumindest erklären, wie man auf seinen Kopf raufkommen würde. Hey, Moment. Moment! Halt! Da oben gibt es einen anderen Eingang, oder? Hm? War das nicht so? Jo. Es gibt zwei Eingänge scheinbar. Moment. Aber da oben gibt es nämlich auch noch einen. Zumindest was ich jetzt sehe. Also man muss nicht auf seinen Kopf. Wie ursprünglich von mir jetzt gedacht, sondern man muss. Okay, gerade immer noch zu wenig. Titanensteuerung, kann der auch noch irgendwas anderes? Weil ich meine, nur mit dem Wasserelement ist der Titan aber ein bisschen nutzlos, hä? Leider habe ich jetzt dann keine so gute Kletterausrüstung dabei. Die könnte Link echt behilflich sein. Und zwar war jetzt meine Idee hochfahren lassen. Ist es derselbe? Nein, oder? Doch, das ist derselbe Raum. Bitte, wie? Komme ich dann dort nach oben? Das muss mir jetzt einer verraten. Vor allem, da muss ich ja auch irgendwie in den Rüssel rein, oder? Okay, probieren wir das mal aus. Komm schon, aktiviere den Parasegel. Danke. Spart nämlich Lebensenergie. Okay, gut, das wäre vor uns. Scheinbar zumindest. Ich
Ich muss, glaube ich, nämlich irgendwie in seinen Rüssel hinein. Oder? Oder kann ich da tricksen und... Obwohl, warte, ich muss es so nochmal nach oben. Los, jetzt kehr den Dreck um. Aber er ist auf der obersten Position, also. Ja, eben deswegen geht's ja nicht. Was? Warte. Jetzt interessiert's mich nämlich, was bringt's mir, wenn ich dieses Mistvieh hier unten umbringe? Hat das irgendeinen Effekt? Ja, wow. Toller Effekt. Wirklich toller Effekt. Oh Mann, bin ich dämlich. Ich hätte hier ja einfach so hoch gekonnt. Wo kommen wir hier hin? Ja, Kollegen, was habt ihr euch denn da einfallen lassen? Das, es ist wirklich ein verdammt gutes Rätsel. Okay. Nein, ist es nicht. Nein! Okay. Obwohl. Haben wir nicht noch irgendeine sauschlechte Waffe, hm? Wie viel hält denn der noch aus? Okay, nicht mehr allzu viel. Er hätte nicht mal das Ivarok besiegt. Ja, weil die Waffe ist eindeutig besser. Die ist sogar besser als die hier und das ist eh eigentlich erstaunlich. Ich würde ganz gerne mit dem Wächterschwert kämpfen, wenn es recht ist. Okay. Wir müssen uns eine Position finden, wo hier Wasser durchkommt. Ja, ungefähr so. Ein Stück. Okay, hatte ich wohl den falschen Gedanken? Oder nicht?
Okay. Stellen wir uns mal an den äußersten Rand der Plattform. Was bringt das dort oben? Und wie geht's hier weiter? Leute, das mache ich aber in dem Part noch. Das ist mir jetzt wurscht, wie lange das dauert. Ich werde es schneiden. Ganz einfach. Es gibt hier nichts, was ich auch nur ansatzweise einfrieren könnte. Und für den Magnetismus ist das zu kurz. Ach Gott, ey. Oh, okay. Das erklärt so einiges. Was? Ach so, ich fall da runter. Ja gut. Das sagt mir aber auch keiner. Leute, hab's gefunden, auch wenn ich schneiden musste. Es ist wurscht. Ich würde euch raten, auf keinen Fall in den Strahl der Düse hineinzurennen. Es mag sich äußerst amüsant anhören, ist es aber nicht. Das kann ich euch so verraten. Noch ein Kontrollsiegel. Ist sowieso nur mehr ein letztes. Teil zum Auslesen. Okay, nochmal zurück. Weil durch dieses Loch sollen ja ursprünglich wir kommen. Oh, wartet. Okay.
Ich gehe da lieber jetzt kein Risiko ein. Ich werde das hier mal fressen und einen Schmorpilz. Aber ja. Bett mit ihm. Okay, gut, was hat das jetzt für einen genauen Effekt? Ach so, das öffnet das Dach. Gut. Okay. Ja, es war eins zu wenig. Ja, durchaus. Kann man so lassen. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Der Große, aber bleib wach. Okay, Titanrüssel wieder ganz runter. Jetzt habe ich es auch endlich geschnallt, wie das zum Steuern geht. Jetzt muss ich eigentlich noch zur Hauptsteuerung. Ich hole mir nur schnell die Schatztrüffel und wäre ich ja blöd, wenn ich die auslassen würde, oder? Geld! Oder eine Waffe! Vielleicht sogar ein Bogen. Das wäre halt überhaupt ein Optimum. Also ein Bogen wäre jetzt wirklich geil. Ich hoffe mal, dass das gehen wird. Wow. Und? Funktioniert. Was kriegen wir hier? Eispfeile! Geil! Pfeile kann ich immer brauchen. Und vorwärts! Los. Zündung an. Schlüssel rein, Zündung an. Los geht's. Hä? Sie fix! Was ist denn da jetzt los? Die böse Energie scheint sich zu sammeln. Ziemlich heftige Waffen zu haben. Ganons Wasserfluch, Peiniger des Titan Varuta. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich. Aber du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Ja, und wie mache ich den jetzt genau fertig? Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Du bist so geschickt. Hä?
Okay, der Bursche ist sehr, sehr stark, sehe ich gerade. Aber das bin ich auch. Und ich bin auch äußerst zäh. Ach so, der pinnt sich weg, so wie ich auf ihn schaue. Oh oh. Okay, das erscheint mir ein wenig widersprüchlich. Aber ja. Ich würde ja gerne mein maximales Dampffleisch essen, aber ich denke mal, dass das hier nutzlos ist. Ich werde stattdessen mit dem Bogen auf den hier und mit dem Pfeilen auf das hier gehen. Vor allem, weil ich ja keine Ahnung habe. Warum ich mich jetzt so oft treffen lasse. Okay. Hau die weg. Oh, hau ja weg, schnell! Immerhin, es ist komplett wurscht. Ich nehme jetzt nochmal ein stärkeres Schwert. Hä? Was ist jetzt mit ihm? Hallo? Was hast du vor? Juhu! Was macht er denn jetzt? Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Oh. Sei vorsichtig. Ich will mein Dampffleisch noch nicht verschwenden. Das wäre momentan noch eine große Dummheit. Aber ich kann noch mal auf eine Lanze gehen. Link! Gleich heile ich dich nicht mehr. Dann ist es mir zu blöd. Hier, hau dir das noch rein. Was soll man? Man kriegt ja auch keinen konkreten Hinweis, was jetzt zu tun ist. Ach, scheiß drauf, ich fress das Teil einfach. Fertig. Und jetzt mach irgendwas. Okay.
Ich werde die Konfrontation mit ihm suchen. Okay. Alles klar. Ist gut jetzt da oben. Kann ich mit dem Titanen vielleicht irgendwas machen? Link, du sollst nicht irgendwo rumgurken, ja? Okay. Zelda bringt mich gerade auf eine grandiose Idee. Ich hoffe, sie weiß, dass das jetzt richtig wäre. Bist du verletzt? Okay. Ja, ja, perfekt. Geh jetzt hoch. Ungefähr. Bam. Los, schnell. Wem? Ja, weg, du blöde Kreatur! Ja, na, 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 na. Wo verzipft er sich denn jetzt schon wieder hin? Huh, ha, ha, ha. Hä? Das kannst du vergessen. Was hast du vor, hä? Komm schon! Bam! Los doch! Hä? Mondsäbel! Ja! Und ich stirb! Ja, Stiefel! Also man hätte ihm anscheinend ganze Zeit nur die Eisblöcke entgegenschießen sollen. Ha. Ich meine, die Gegner in Majora's Mask waren durchaus einfacher und in Skyward Sword. Hier muss man schon ein bisschen nachdenken. Diese ganz, je vielfältiger es ist, umso mehr muss man denken. Das ist leider so. Ja, und wie vermutet, bekommt man dafür auch einen Herzcontainer. Ja, man kann den auch einfach liegen lassen, ey, wie geil. Jetzt haben wir schon 6 Herzen. Was? Ja, ich habe im Titanen sowieso nichts zu suchen, also ja. Das hier wird episch. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit. Und Ruta zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals, diese Zeit ist vorbei.
Oi. Ich habe keinen Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Mifas Gebet. Aha. Diese ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link, bitte hilf ihr. Bitte, rette die Prinzessin. Okay, der Titan-Router funktioniert wieder normal. Aha. Hey, da unten ist ein Dungeon! Geil! Der erste Titan zieht in den Kampf gegen Ganon. Cool. Wow. Ja klar, jetzt kann er den Finalstrahl. Ruta, mit deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Oh, irgendwie sehr, sehr traurig. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war keine so gute Tochter. Naja, doch, du hast... Ich habe mir immer Sorgen bereitet. Ich wünschte... Ich hätte ihn noch einmal sehen können. Ja, das sagt man halt immer im Nachhinein. Eigentlich im umgekehrten Fall der Lebende für den Toten, aber... Ja, wir scheißen uns mal drauf. Aber Leute, der Part ist ja eigentlich viel zu lang. Ich muss zwar schon einiges rausschneiden, aber trotzdem.
Habe dir die Game Engineers und bis zum nächsten Mal.